I want control, you want control. I wanna take you where you wanna go. All in my mind and you got my soul. Girl, you're so fine and everyone knows and you gotta glow. So Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Wie ihr seht, wir joinen jetzt gerade unserer allerersten Arena-Runde. Allererste wäre jetzt gelogen, aber es ist eine der ersten Arena-Runden, denn ich habe gestern, beziehungsweise für euch jetzt schon vor einigen Tagen, weil das Video ist jetzt etwas vorproduziert, die Season natürlich schon angetestet, weil ich konnte nicht so extrem abwarten. Dann bin ich direkt in der Arena-Runde rein. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie diese Runde ausgegangen ist, aber irgendwie scheinbar habe ich 230 Punkte geholt. Es ist schon so, dass ich von der Season schon viel mitbekommen habe, aber es ist so, dass ich halt selbst in meinem Game halt noch so gut wie gar nichts erkundet habe. Deswegen könnt ihr mir ruhig glauben, dass ich bisher kaum gespielt habe. Ich meine, ihr seht es ja auch an meinen Punkten. Deswegen nenne ich das die allererste Runde und ich würde sagen, wir droppen jetzt hier direkt Lazy, damit wir auch direkt ein paar Kills machen können. Wenn ihr Lust habt, dass ich so ein Road to Champions Division wieder mache, dann schreibt es auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare und lasst eine positive Wertung da. Und bevor das Video so richtig losgeht, könnt ihr meinen Creator-Code AlbiVB im Itemshop eintragen. Würde mich sehr, sehr supporten. Momentan sind wir nur 50 Unterstützer, aber hoffentlich geht es wieder Richtung 100. Das wäre mega sick. Unsere höchste Zahl war, glaube ich, so ungefähr 210, was richtig sick war. Das war schon sehr nice. Und ja, falls ihr gar nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr den Kanal natürlich kostenfrei abonnieren und die Glocke noch aktivieren, ne? Ich würde sagen, wir starten mit dem Video hier. Oha, die scammen mich. Wie, hier gibt es keine Chests mehr. Oben auf dem Dach ist wahrscheinlich noch eine. Aber in der Hundehütte und so war halt noch, war gar nichts. Okay, wir haben nicht den heftigsten Stuff, aber ich gehe jetzt direkt mal rein. Okay, da hinten sind die Gegner. Irgendwo weiter weg schießt halt auch noch jemand auf die. Nein, ich konnte nicht. Oh, das ist ja übel dumm. Ich habe kein SMG gehabt. Und direkt der nächste. Stress. Hey Jungs, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der neuen Season allgemein haltet. Also ich finde sie viel, viel besser. Definitiv besser. Allein schon aus dem Grund, dass viele neue Waffen, was heißt neue, eigentlich alte Waffen wieder im Game sind. Oh mein Gott. Aber es gab auf jeden Fall eine Besserung und das ist das Wichtigste. Wo war denn der Typ jetzt? Der war doch hinter mir, oder nicht? Ja, der geht vermutlich zum Berg drauf. Ich weiß auch, dass diese Dinger hier, die habe ich zwar, doch, die habe ich schon erkundet, so Booster geben. Da wo Iron Man da seine Munition ablässt. Wo ist er hin? Hey, ich check gar nichts mehr. Ich check gar nichts mehr. Wo ist der Typ? Er ist white? Was? Wieso ist der white? GG's. What the fuck, was hat der da? Hey, was hat der da? Hey, gibt es mystische Waffen? Ich wusste das gar nicht. Kann ich damit machen?
What? Wow, 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 wow. Das kenne ich doch gar nicht. Hey, Jungs, ich kenne das nicht, ne? Ich habe keine Ahnung, was es sein soll. LOL. Okay, das kann ich nur einmal machen, scheinbar. Alle 6 Sekunden. Warte, ich mach das mal ganz kurz auf den hier. Hey, LOL. Oh Gott, ich hab selbst kaputt gemacht, alles. Wo ist der Typ? Will dich fighten, Bro. Oh mein Gott, wie geil! Wow! Wie geil! Der ist one-hit! Der ist one-hit! Was ist das? Kann ich boosten? Nee. Einfach Doppel-Leertaste, aber irgendwie kann man das erst nach einer Zeit machen, aber ich weiß nicht wie und wo und an sich. Oh mein Gott, wie geil. Das Video ist wie gesagt vorproduziert und ihr seht es wahrscheinlich da zu dem Zeitpunkt, wo ihr wahrscheinlich euch denkt, ach der Junge, der ist ja übel dumm. Okay, ich spiele wieder ein bisschen normal. Nice. Okay, nice. Ich glaube, ich lege das Ding jetzt weg, aber es ist übel geil. Also no joke, die sind so OP. Puh, GG's. Da haben wir den Win. Es war am Ende so ein bisschen blöd, weil ich halt unbedingt den Spieler da killen wollte. Aber, naja. Das war tatsächlich die zweite, also die erste Arena-Runde. Kann man so abschließen. Ich habe nicht gewusst, dass es diese mythischen Waffen gibt. Aber ich finde die eigentlich ganz okay. Also es ist halt ein bisschen... Für Arena, ich weiß nicht, ob ich bin gespannt, wie das in den Turnieren dann so ist, also in sowas wie FNCS zum Beispiel, wie man dann damit spielt, weil ich meine, das war ja letztes Mal richtig krass mit diesem Grenade Launcher. Ich glaube, da in dem Sinne gibt es jetzt nicht unbedingt eine mythische Waffe, die komplett das Spiel dominieren kann, aber ja, mal gucken. Ich finde sie jetzt nicht unbedingt schlimm, ich finde sie auch nicht zu OP, aber es ist halt lustig, mit denen zu spielen. Und in dem Moment schien es halt so, als ob ich so voll viel Damage mache, aber eigentlich habe ich ziemlich lange gebraucht, um den Spieler zu killen, obwohl der eigentlich kaum gegengebaut hat. Aber gut, das soll es mit diesem Video gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne meinen Creator-Code ALBIVB im Itemshop benutzen. Damit würdet ihr mich mega supporten und natürlich noch den Kanal abonnieren und dazu noch die Glocke aktivieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Damit würde ich sagen, das war's mit diesem Video. Haut rein und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. I wanna take you where you wanna go. All in my mind and you got my soul. Girl, you're so fine and everyone knows. And you gotta glow, I gotta go. I gotta show you how to be treated like you made of gold. I'll take you higher like I made a toast. So it doesn't fall down.